Ich grüße dich. Heute ein Tipp ohne Kleider, ohne Essen, ohne Trinken. Und zwar schreib mal einfach auf, was dich so den ganzen Tag beschäftigt. Was du siehst, was dich bewegt hat, was dich nicht bewegt hat, was du gerne hättest, das sich bewegt hätte. Einfach so eine Art Tagebuch. Da tun sich die einen oder anderen, auch ich, manchmal ziemlich schwer. Doch es hat einen guten Nebeneffekt, denn du verarbeitest, was du den ganzen Tag erlebt hast. Du kannst das einfach so sehen wie eine Art Selbsttherapie, in Anführungszeichen. Einfach mal aufschreiben, was dich bewegt. Das muss kein Tagebuch sein, das kann auch sporadisch sein, aber einfach mal anzufangen, was dich bewegt oder was dich beschäftigt, sei das im Kopf oder was du siehst, aufzuschreiben. Und zwar nicht im Computer, sondern mit Papier oder mit Kugelschreiber oder Filzstift auf Papier. Denn dann bringst du es ins physikalische Universum und dann kann es angesehen werden und es gibt dir automatisch einen anderen Blick auf das, was du erlebt hast, was dich beschäftigt und was dich bewegt. Schreib mir mal deine Erfahrung, wie das so ist, wenn du eine Woche lang einfach jeden Abend mal aufschreibst, was dich so bewegt hat, was du erlebt hast und was du gerne gehabt hättest, das sich verändert hätte oder bewegt hätte, hat sich aber nicht, was deine Gedanken dazu sind. Und was ist deine Erfahrung dazu? Bewerte das Video und schreib mir in die Kommentare, wie es dir dabei ergangen ist. Ansonsten sehen wir uns vielleicht morgen. Ciao, ciao!